Ja, herzlich willkommen zur nächsten Demo-Session. Wer Satellitenbilder auswertet, weiß, das kann doch recht zeitintensiv sein. Auf der anderen Seite gibt es heutzutage High-Performance-Cluster, HPC, und der nächste Vortrag handelt davon, wie man beides sinnvoll zusammenbringen kann. Sven Bingert, Martin Weiß und Christian Bauer stellen uns jetzt Smart-Farming-Produkte vor. Hallo, herzlichen Dank erstmal für die Einführung. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen und unser Projekt vorstellen. Das Projekt heißt Open Forecast. Es ist ein EU-gefördertes Projekt, läuft bis diesen Jahres noch, Ende des Jahres, August 2020, über 2 Jahre hinweg, und hat als Hauptziel, einen generischen Dienst zur Verwendung von offenen öffentlichen Daten zu bauen, zu konzipieren und prototypisch zu implementieren. Der Dienst soll heißen HPC Open Forecast Service. Also ganz wichtig, HPC. HPC ist die zentrale Komponente und ist ein Open Forecast, also ein Dienst, der offene Daten verwendet und mit möglichen Vorhersagen die Zukunft treffen soll oder dazu verwendet werden kann. Die Projektpartner in dem Projekt sind einmal die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen, dann die Universität Hohenheim in Stuttgart, das Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart als Teil der Universität Stuttgart, das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg und als letztes Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg. Und man erkennt hier schon ganz klar die verschiedenen Expertisen. Also wir haben einmal die GWDG in Göttingen und das HLRS als IT, HPC Infrastrukturdienstleister, die Datenhaltung, Datenbereitstellung machen. Dann haben wir die Universität Hohenheim als Expertise für 3D-Modellierung in der Klimaforschung. Und dann haben wir das Landesamt und das LTZ als Experten für Geoinformationssysteme und Agrarforschung. Der Dienst, ganz generisch dargestellt, hat als zentrale Komponente High-Performance-Computing und soll, wenn möglich, höchst automatisiert offene Daten aus der linken Seite zusammenfassen, vorprozessieren, auf dem HPC prozessieren und dann nach einem Postprozessierungsprozess wiederum als offene Daten bereitstellen. Dazu müssen verschiedene Metadaten angereichert werden und dann kann zum Beispiel die Daten in Inspire-konform über die EU-Plattform abgerufen werden. Und damit wir diesen Dienst implementieren können, diesen HPC-Forecast-Dienst, gibt es 2 Anwendungsfälle. Der eine Anwendungsfall ist eben diese 3D-Modellierung von Feinstaubvorhersage für einen bestimmten Bereich in Deutschland. Und der andere Anwendungsfall behandelt die Verwendung von Satellitendaten, um daraus dann Smart-Farming-Produkte abzuleiten. Und dazu übergebe ich jetzt an Herrn Weiß, der erst den ersten Anwendungsfall vorstellt. Ja, genau. Also die 2 Use Cases waren ja schon angesprochen. Ich will eben auf den ersten zunächst mal eingehen, wo es um die Feinstaubmodellierung geht. Wo kommen die Daten her? Also der Gedanke war, dass man eben die R-Rohre benutzt aus der Sensor.community oder vielleicht auch bekannt als Luftdaten.info, ein Projekt, das in Stuttgart gestartet ist und wo man so do-it-yourself zu Hause so einen Sensor bauen kann und hinhängen kann und beitragen kann, offene Daten zu sammeln. Also das ist ein Citizen Science Projekt mit relativ billigen Komponenten. Das sind also einfache Sensoren sozusagen, die dann in die Fläche gebracht werden können. Hat vielleicht auch der eine oder andere schon gesehen, die Feinstaubwertekarte. Wir haben also das Projekt skaliert, sehr groß inzwischen. Wir haben also über 11.000 Sensorsets online auf der Welt. Und es ist also nicht mehr nur Deutschland, sondern auch andere Länder, die da durchaus ganz fleißig Daten sammeln. Und wir haben, hier kann man sehen, zum einen natürlich die Verteilung, die räumliche sozusagen in der Karte, die aktuelle und die einzelnen Stationen kann man dann auch in so einem Grafana-Plot auch noch sehen. Die Daten stehen hinterher alle als Open Data zur Verfügung und können genutzt werden. Der Particulate Matter Forecast Service jetzt hat zum einen das Ziel, die Skala nochmal zu verändern, also wirklich eine großmaßstäbig hier zu werden. Üblicherweise in der Meteorologie arbeitet man auf 2 Kilometer Rastern und das ist, wenn man jetzt so eine Stadt betrachten will, doch etwas wenig. Deswegen wird hier das Modell hochskaliert auf bis zu 50 Meter Kacheln, also Pixel, Voxel muss man sagen, weil das Modell natürlich in 3D rechnet.
entsprechend. Und hier sieht man mal die Situation in Stuttgart. Das ist das Gebiet, wo da die Simulation dann stattfindet. Man sieht ja so das Neckartal. Man sieht auch das Tal, wo Stuttgart, die Stadt drin liegt, und die Verteilung der Sensorstationen dazu. Im Wesentlichen gehen wir aber jetzt auf Agikopen ein. Das ist der etwas längere Teil hier im Talk. Das sind Satellitendaten für die Landwirtschaft. Hier haben wir als Open Data die Sentinel-2-Daten und bauen da eine Verarbeitungskette auf, dass man hinterher Produkte rausbekommt, die man halt im landwirtschaftlichen Kontext verwenden kann. Und Open Data heißt dann eben, das wird auch hinterher wieder zur Verfügung gestellt. Das heißt, möglichst bitte als Webservice natürlich und Inspire-konform. Da will ich dann abgeben an den Herrn Bauern, der den Workflow vorstellt. Ja gut, vielen Dank, Martin, für die nette Einführung. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass eine Folie schnell durcheinander geraten, aber dann gehen wir einfach mal eine weiter und nachher zurück. Wir möchten hier auch in diesem Produkt natürlich Satellitendaten anbieten, vor allem im Hinblick auf die Präzisionslandwirtschaft, die ja auch in Deutschland immer wichtiger wird. Ich weiß, es gibt sehr viele Satellitendaten und auch Anbieter von Datenprodukten, wie zum Beispiel die Code.de-Plattform. Wir verwenden jetzt in unserer Prozessierungskette ähnliche Muster, allerdings nicht genau wie bei Code.de. Wir möchten auch einen Service nur für ganz Deutschland anbieten und nicht weltweit und starten mit unserem Service ab 2019. Das soll geplant einen Service geben, den man sich zum Beispiel als WCS oder WMS einfach in QGIS reinlädt, um dann weiter auf diesen Daten seine Berechnung zu machen. Wir bieten natürlich nicht nur Produkte für die Landwirtschaft an, also wir produzieren auch schon, prozessieren schon alle Bänder vom Sentinel. Und ja, warum ist er zum Beispiel für die Landwirtschaft so wichtig? Kurze Einführung hier noch zu den Satellitendaten. Wir sehen hier eine hellgrüne und eine dunkelgrünere Kurve. Und bei Pflanzen, also bei aktiver grüner Vegetation, ist es so, dass sie das nahinfrarote Licht gänzlich reflektiert und das rote Licht schluckt. Und daraus kann man einen Index berechnen, den allseits bekannten NDVI in der Landwirtschaft, der eben sehr gut als Proxy für Biomasse und grüne Vegetation hergenommen wird. Unsere Vorverarbeitung findet mit dem Agricopen Workflow statt. Hier nochmal eine kleine Übersicht dazu. Wir rechnen, wie gesagt, eine Wolkenkorrektur und bieten dann die hier in grün hinterlegten Produkte an. Zum Beispiel ein Layer-Stack aus allen Satellitendaten, die mit dem Maya-Prozessor prozessiert werden. Wir verwenden hier nicht CentoCore, weil in unseren Tests war Wolkenmaskierung und Geländeerkennung einfach viel zu ungenau. Und mit dem Maya hatten wir deutlich bessere Ergebnisse produzieren können. Wir rechnen danach verschiedene Vegetationsindizes, die wir als Service anbieten und noch einen langen Index, der über Jahre gerechnet wird, um auch einen interannuellen Verlauf darzustellen. Zusätzlich gibt es noch ein wolkenfreies Komposit, das man für Mapping-Darstellungen verwenden kann und bieten das eben alles als Inspire-konforme Web-Services an. Mit diesen Infrarotbildern vor allem, das was ja meistens den Landwirt oder auch Agrarforschung interessiert, kann man zum Beispiel so eine Farbinfrarotdarstellung ableiten. Und in diesem Bild sieht man auch an den besonders hellroten Feldern eben, dass hier sehr viel aktive Vegetation steht. Also die Pflanzen sind in der grünen Reifestadium noch vor der Abreife und nach dem Keimen. Die dunkelroteren Flächen sind dann schon mal aus visueller Interpretation. Ja, da ist nicht so viel Vegetation oder die produziert nicht so viel Chlorophyllumsatz. Und weitere Informationen, Ableitungen davon kann man dann zum Beispiel über das Jahr gesehen mit verschiedenen Vegetationsindexkurven machen, wo wir aber später im Vortrag noch dazu eingehen. Kurz zur Prozessierung, wir verwenden die Sentu-Agri-Plattform, die ist aus einem EU-Forschungsprojekt hervorgegangen, ist auch alles Open Source, zum Beispiel hier mal der GitHub-Link angegeben. Das ist einfach so ein Bunch, so ein Framework aus verschiedenen Prozessoren. Unter anderem wird Maya verwendet, auch viele Sachen zur Klassifikation aus der Orfeo-Toolbox und ist in einem ganzen Slurm-Dienst noch eingebettet, um das auf Workstations oder auch in Flächenclustern verteilt nutzen zu können. Das Ganze hat eine Web-GUI, verschiedene Schnittstellen für die Snap-Toolbox von der ESA und Python-Codes kann man auch direkt ausführen. Also man kann jeden Prozess direkt steuern. Hier ist das nochmal kurz schematisch aufgestellt. Vor allem diese vier Boxen untereinander sind die ganzen Produkte, die man mit dem Sentu-Agri prozessieren kann. Wir haben es in unser Framework auch noch so ein bisschen eingebaut, dass wir drumherum noch speziell unser Projekt das angepasst haben. Sentu-Agri liefert hier halt wolkenfreie Komposite, biophysikalische Indikatoren, Croplandmasken und natürlich ist noch die Klassifikation von einzelnen Kulturpflanzen möglich. Hier mal noch eine kurze Übersicht über die Web-Oberfläche. Da hat man verschiedene Menüs, wo man Sites definieren kann zum Anlegen von AOIs,
ein Produkt, das errechnet wird, und auf dieser Karte kann man auch bereits aus einem Webinterface die fertigen Produkte runterladen, natürlich auch über eine REST-Schnittstelle oder über den Server auch dann direkt zur weiteren Verarbeitung ziehen. Und was wir jetzt in der Präzisionslandschaft mit diesen Daten machen können, übergebe ich nochmal meinen Kollegen Martin Weiß. Genau, interessant sind natürlich die NDVI-Werte, sage ich jetzt mal. Wenn man sie über die Zeit betrachtet, ergibt sich über die Vegetationsperiode hinweg, ergeben sich da dann Unterschiede. Man sieht hier schon, das sind Felder, wo auf der linken Seite in Blau sieht man relativ hohe Biomassewerte im April. Das heißt, hier haben wir Getreide. Und die roten Bereiche sind ohne Biomasse, da ist also noch nichts gewachsen, das kommt erst noch, da kommt also erst später der Mais auf der rechten Seite. Und man sieht aber auch schon ganz deutlich hier Unterschiede innerhalb von den einzelnen Schlägen, ja, also es ist nicht nur blau in den Schlägen, sondern es ist auch so bräunlich und sind dann eben so Bereiche, die eher nicht so gut sind, ja, wo man nicht so hohen Ertrag hat, wo eben jetzt auch gar nicht die Biomasse erreicht wird und wo man die Düngung hinterher anpassen möchte, zum Beispiel, weil man da gar nicht so viel Ertragserwartung hat. Das wäre jetzt hier der Zeitpunkt im Juni, das ist also kurz vor der Abreife im Prinzip. Was man übrigens noch erkennen kann, wir haben da mal Versuche gemacht auf dem einen Feld, da sind so dunkle Punkte drin. Das sind Nullparzellen, wo nicht gedüngt wurde. Das kann man also hier direkt im Satellitenbild sogar erkennen. Wenn man da jetzt weitergeht, sieht man, dass im Juli hier die Maisflächen so langsam auf der rechten Seite blau werden. Also da ist jetzt Vegetation aufgekommen, Vegetationszeit des Maises. Und auch da sehen wir jetzt recht große Unterschiede. Ja, also da sind auch so Streifen im Feld drin, wo einfach nicht so große Biomasse ist. Ja. Man sieht hier, das ist in der Nähe des Rheins und man sieht hier so eine Struktur sich abbilden, so eine rundliche. Das ist halt ein alter Mäander vom Rhein und da hat man eben so sandige und kiesige Bereiche, die da aufgeschüttet wurden und das sind eben dann eben die nicht so guten Standorte und das drückt sich dann eben im Pflanzenwachstum nachher deutlich aus. Also bereits im August sieht man hier, dass quasi Teile des Mais von den Maisfeldern schon in die Abreife gehen hier fast. Ja, das ist recht früh für August, das sollte eigentlich nicht so sein. Und andere Bereiche, da gibt es das Problem nicht. Das ist natürlich speziell jetzt mit den trockenen Jahren, die jetzt in den letzten Jahren waren, ist das natürlich ein Thema. Ja, also so ein Sandboden, der kann halt dann kein Wasser mehr nachliefern im Zweifel. Da können die Pflanzen dann entsprechend gar nicht mehr so groß wachsen am Ende. Und auch Stickstoff aufnehmen und verarbeiten. Wenn man das Ganze mal aus Bodensicht betrachtet, kann man noch EM38-Messungen durchführen. Das haben wir hier mal gemacht. EM38 ist ein Messverfahren, das Bodentextur misst. Also das reagiert auf Feuchtigkeit und Salzgehalt, weil es ein elektromagnetisches Verfahren ist. Aber man kann halt recht gut die guten von schlechten Bereichen unterscheiden und da sieht man hier in dieser Farbe das mal darüber gelegt und dass das recht gut eigentlich mit dem hinkommt, was wir hinterher in der Biomasse sich ausprägen sehen aus den Satellitendaten. Genau. Hier haben wir nochmal ein NDVI über die Vegetationsperiode zusammengestellt zu drei Zeitpunkten in ein Farbbild und dann kann man auch recht gut erkennen, welche Kulturarten da zum Beispiel sind. Ja, wir haben zum Beispiel hier auf der linken Seite die gelben und gelb-grünen Bereiche und roten, also orangenen Bereiche. Das sind eben die Getreidefelder und die Felder auf der rechten Seite sind Mais, also so, die sind dann entsprechend türkis-grünlich in etwa. Man kann sogar hier recht gut unterscheiden jetzt zwischen Winterweizen im Norden hier und Gerstenbereichen, das sind die orangenen Weizenarten im Süden. Wenn man sich den über das Jahr die NDVI-Werte plottet, bekommt man den Vegetationsverlauf. Da kann man also jetzt hier erkennen natürlich, dass der Weizen eben recht früh im Jahr natürlich da in die Vegetation kommt. In die Vegetationsperiode ist etwas früher als beim Mais, die grünen und die roten Bereiche. Und wenn man jetzt hier im Mais die unterschiedlichen
Bereiche ansieht, also das Grüne und das Rote sind unterschiedliche Ertragszonen, gute und schlechte, ja, Bereiche sozusagen vom Boden her, dann kann man hier auch ganz klar sehen, dass da doch deutliche Unterschiede sind. Und das Ganze ist natürlich immer ertragswirksam und deswegen möchten wir das in der Landwirtschaft eigentlich speziell dann in den Griff bekommen, dass wir auf den schlechten und guten Standorten unterschiedlich düngen oder sonstige Maßnahmen durchführen. Dazu kann man Zonierungen verwenden, die man dann verwenden kann, zum Beispiel um das Gerät zu steuern, um zum Beispiel einen Düngestreuer mehr oder weniger düngen zu lassen. Dafür braucht man Zonierungen, die kann man sich erstellen aus einem einzelnen Zeitpunkt, wie man das hier sieht. Ja, das wäre jetzt also so eine NDVI von einem Zeitpunkt und dann macht man eine Zonierung daraus und dann hätte man sozusagen den aktuellen Zeitpunkt, aktuellen Zustand. Das kann man gut machen, wenn man so eine Satellitenszene kurz vor der Düngung sozusagen, wenn da Satellitenszene vorhanden ist, keine Wolken da waren, kann man das aus einem Zeitpunkt machen und hat die aktuelle Situation. Was ansonsten aber noch interessant ist, ist, dass man über eine längere Zeit schaut und so langfristige Produkte ableitet, die was darüber aussagen, wie viel Biomasse insgesamt über das Jahr da in Standorten war, und daraus kann man dann auch so die Ertragspotenziale abschätzen, sage ich mal. Also die Bereiche, die nicht so gut sind, also die sandigen Bereiche zum Beispiel, kann man jetzt hier in so einer langfristigen Karte ganz gut erkennen. Das ist jetzt einfach ein Mittel über das gesamte Jahr. Und man kann hier sehen, dass hier diese roten Bereiche, das sind eben die nicht ganz so guten Standorte. Und da könnte ich also jetzt zum Beispiel mit dem Düngestreuer weniger düngen. Warum ich das mache, ist nachher eine agronomische Entscheidung. Also es ist nicht alles, nur diese Daten zu haben. Ich muss die auch noch integrieren mit dem, was ich weiß, über wo kommen die Unterschiede her, nachher in der Landwirtschaft. Aber das wären die Produkte, die nachher nutzbar sind und die ich dann auch hernehmen kann, um Karten zu generieren und mit diesen nachher auch wirklich Geräte zu steuern. Genau, das ist jetzt mal so der Überblick über das, was in diesem Use Case passiert und wie man sich das hinterher vorstellen kann. Man ist natürlich offen, da noch weiter zu rechnen und komplexere Sachen rauszurechnen. Aber prinzipiell sind erstmal die Rohdaten dann auch verfügbar über die Web-Services. Und der Gedanke ist, dass das eigentlich schon Schritt vorwärts ist. Denn natürlich in der Landwirtschaft, die Landwirte sind jetzt keine IT-Experten. Man muss da schon irgendwo Richtung Produkt immer kommen, das auch nachher wirklich nutzbar ist. Genau, also wenn da noch Fragen dazu sind, gerne. Ja, vielen Dank für die Vorstellung von diesem interessanten Projekt. Hat jemand Fragen? Ja, vielen Dank. Sehr interessant. Mit dieser Open Data Policy habe ich es richtig verstanden, dass auch die Ausgangs-Sentinel-Daten dann vorverarbeitet werden und per Webmap-Service zur Verfügung stehen? Genau, also wir haben diese unterschiedlichen Produkte definiert, was im Wesentlichen Zwischenverarbeitungsschritte teilweise sind, hin zu dem, sage ich mal, längerfristigen Produkt, das wir hier sehen. Wir haben also, zum einen machen wir die Atmosphärenkorrektur selber, weil wir da eben den anderen Prozessor nehmen und dann entsprechende Komposite draus, die über, also im Prinzip der gesamte Streifen, den der Satellit da aufnimmt, als ein Produkt sozusagen, wäre so ein Zwischenprodukt, das auch zur Verfügung steht dann. Nach der Aggregation zu Komposit wird dann wieder zur Verfügung gestellt. Also wir werden sowohl die Komposite zur Verfügung stellen, als auch die atmosphärenkorrigierten einzelnen Layer-Tiles in den unterschiedlichen Bändern. Und wir planen das mit einem Zeitparameter zu versehen, damit der Benutzer eben selber auswählen kann, genau welche Szenen er wirklich auch für seine Berechnung oder Darstellung braucht. Ja, ich habe noch eine Frage, und zwar haben Sie ja gesagt, dass Sie verschiedene Vegetationsindizes berechnen.
Da wäre jetzt mal eine Frage, was sind das für Indizes und wird dort auch eben so ein mittlerer Indexwert dann berechnet? Also was weiß ich, wenn Sie ein PVI berechnen oder was auch immer, wird das auch gemacht oder ist das alles komplett nur auf NDVI jetzt fokussiert? Also wir werden insgesamt 10 Indizes berechnen, vom EWI bis hin zu RIPE und TESSELCAPS und weiteren atmosphärenresistenten werden wir auch noch anbieten einfach. Aber dieses langfristige Produkt ist erstmals nur für den NDVI von uns aus geplant, aber mit den zur Verfügung stehenden Daten kann das der Nutzer im Endeffekt selber. Also die Indizes sind teilweise, unterscheiden sich natürlich in dem, was sie wirklich abbilden. NDVI ist zum Beispiel dafür bekannt, dass der eine Sättigung in die Sättigung geht bei hohen Biomassewerten. Ja, also da kann man also dann ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr noch weiter was unterscheiden in dem Sinne. Und für die Düngung würde man üblicherweise auch einen anderen Wert hernehmen. Wenn wir hier nochmal zurückgucken auf diese Vegetationskurve, also die Reflexionskurve von Vegetation, das ist diese grüne Kurve, diese typische, da sieht man eben, dass da ganz klar in diesem im grünen Bereich findet Rückstrahlung statt und im Infraroten eben. Und diese rote Kante, die ist eigentlich interessant. Jetzt bildet der NDVI, bildet sozusagen die Höhe dieser Kante ab, ja, also in der Richtung Y-Achse. Was aber für die Düngung interessant ist, ist eigentlich, wo dieser Punkt liegt, der Wendepunkt von dieser Kurve. Und das wäre der RIP, der Red Edge Inflection Point. Der ist dann wieder relativ unabhängig von der Biomasse und sagt wieder deutlicher was aus über die Düngeversorgung der Pflanze. Also insofern sind unterschiedliche Indizes durchaus sinnvoll. Wie man sie jetzt genau kombiniert, muss man dann hinterher nochmal sehen, sage ich jetzt mal. Und wie gut man jetzt auch tatsächlich so einen RIPE ableiten kann aus Sentinel-Daten. Die Bänder sind da, aber es ist eben auch 20 Meter dann und so weiter. Also da muss man nochmal gucken, wie man das nachher in ein Produkt und in die Praxis bringt. Hallo, ich wollte nachfragen, wie Sie es schaffen, mit den Sentinel-Daten oder auch Spektrum Rückschlüsse über die Bodentextur und über deren Salzgehalt zu ziehen. Also über den Salzgehalt direkt bekommt man nichts raus. Im Wesentlichen sieht man die Bodenunterschiede sich in der Biomasse natürlich ausdrücken. Also mit dem Sensor kann natürlich auch, es gibt auch Ansätze, dass man tatsächlich den Boden anschaut sozusagen zu den Zeitpunkten, wo keine Vegetation da ist. Da kann man also auch schon Sachen ableiten aus dem Spektrum und Unterschiede messen. Die müssen halt gut kalibriert sein üblicherweise, also man braucht dann immer auch noch ordentliche Kalibrierdaten, um das überhaupt machen zu können. Aber wir schauen im Wesentlichen nach dem NDVI und da drückt sich das eigentlich immer in der Pflanze sozusagen hinterher aus. Und wenn ich jetzt über die Zeit halt gucke, dann sehe ich halt die guten und die schlechten Standorte. Hat noch jemand eine Frage? Eine kleine Frage, und zwar ist auch geplant, einen Webservice anzubieten, um die Prozessierung dann durchführen zu lassen, dass ich auch externe Daten hochladen kann, irgendwelche Drohnendaten oder sowas. Gibt es ein schönes Projekt Open Drone Map, wo man normale Bilder hochladen kann und die dann prozessieren lassen kann und wieder publiziert, als Open Data zum Beispiel, würde sich ja hier auch anbieten, wenn man schon so ein Cluster hat und die Rechenpower im Hintergrund, dass man so einen freien Webservice anbietet, wo die Nutzer diese Daten dann auch auflösender hochladen können. Also aktuell ist tatsächlich geplant, bis zu den Geodatendiensten zu gehen, also den Web Map Services und Web Coverage Service vielleicht, wo man eben auch die Originaldaten bekommen kann. Nachher für die Produkterstellung ist es üblicherweise so, also wenn man einen Anbieter hat, einen kommerziellen, dann hat man da im Wesentlichen die Möglichkeit, seine Feldgeometrien hochzuladen und für diese Feldgeometrien dann eben entsprechende Zonierungskarten zu bekommen. Das wäre so ein typischer Fall, wo man halt so eine User-Interaktion hat, wo ich meine eigenen Daten noch dazu zunehme und sage, für diesen Bereich will ich das haben. Und dann wird das üblicherweise auch eben pro Schlag relativ gerechnet. Also ich bekomme ein Produkt, wo ich als Mittel 100% habe und dann zu und Abschläge dazu bekomme, was ich tun kann.
Dass man jetzt eigene Daten wirklich prozessiert, ist eigentlich nicht vorgesehen, weil wir ja eigentlich einen relativ festen Input haben von den Satellitendaten. Also wenn neue Satellitendaten kommen, dann ist das der Trigger, dass da der Prozess anläuft. Da hätten wir jetzt noch keine Möglichkeit, eigene Daten wirklich reinzuprozessieren sozusagen. Aber also das ist so ein bisschen noch die User-Komponente hinten dran für den Use Case, dass man sagt, also wenn wir jetzt den Layer-Stack haben über die Zeit, dann können wir da eigentlich recht flexibel mit einem GIS arbeiten und dann eigentlich da die Dinge durchführen, die wir brauchen und da vielleicht Module entwickeln, die dann Sachen berechnen. Als Ergänzung dazu, also die Idee ist sehr gut und wir denken das auf jeden Fall mit, was soll denn eine generische Plattform sein? Im Moment sind wir halt mit unserer Prozessierungskette relativ an dem gebunden, was wir für diese Sentinel-Daten verwenden. Wenn diese Prozessierungskette passt, eher ja. Ansonsten ist auch die Idee zu sagen, ich ergänze mein System mit weiteren Prozessierungsschritten. Da arbeiten wir drauf hin, um das irgendwann zu präsentieren auch. Ja, auch ergänzend dazu noch, es wäre vielleicht mal dann für die Zukunft oder für Weiterentwicklung angedacht, da auch weitere Services dran zu bauen, ein Webinterface oder auch noch eine mobile App, aber das ist für uns jetzt alles noch in der Zukunft. Wir stellen nämlich erstmal nur den Service bereit für den QGIS. Und da kann der Nutzer dann weiter seine Daten verarbeiten. Also sagen wir mal so, im Projektkontext werden wir das wahrscheinlich nicht schaffen, aber das ist natürlich, wenn man richtig einen tollen Service haben will, dann muss man auch natürlich solche Sachen noch machen, hinten dran. Das bleibt aber aktuell tatsächlich der GIS-Komponente beim User vorbehalten. Also ich kann dann ja vielleicht OpenDroneMap mit einbinden in meinem GIS und dann das da weiterrechnen und verrechnen. Es sind ja auch ganz andere Auflösungen und so weiter. Ja, vielen Dank nochmal für diesen sehr schönen Vortrag. Nochmal einen Applaus für alle drei Vortragenden. Applaus